Mein Name ist Simon Schönfeld und hier präsentiere ich meine Elbkick TV Traumelf. In den Kasten gehört für mich ganz klar Florian Kirschke, jahrelanger Schulkamerad, für mich immer einer der besten Torhüter gewesen, spielt heute noch in der Regionalliga, der hat es geschafft. In der Verteidigung spielt bei mir auch Torben Hansen von Kummerfeld, der beide Spiele gegen uns sehr stark gespielt hat, einfach ein Turm hinten drin ist und du bist auch dabei. Björn Netzband, mein Trainingsschreck. Jedes Training hatten wir beide uns. Du gehörst für mich einfach auch zu den stärksten Verteidiger, gegen die ich gespielt habe. Steffen Putzika, du gehörst auch dazu. Du bist ein Turm hinten drin. Hast ab und an mal deine krummen Dinger, die vielleicht nicht ganz so klappen, aber trotzdem nominiere ich dich für die Traumelf. Hassan, du hast die Saison leider nicht viel gespielt, aber dennoch gehörst du für mich zu den stärksten Verteidigern aus unserer Liga, beziehungsweise die ich so kenne. Linkes Mittelfeld spielt der Olli Prüß, jahrelang mein Vorlagengeber gewesen, warst schnell, konntest was mit dem Ball, gehörst für mich auch ganz klar dazu. Auf A6 spielt Dennis Seger bei mir, der einfach das Auge für alle Mitspieler hat, der Diago spielen kann, der das Spiel eröffnet, der ja, ein Allrounder in allen Sachen ist. Malte Winterhold, du gehörst zu mir auch bei der Traumelf dazu. Hast leider nicht so viel gespielt diese Saison, aber glaub mir, bei mir hättest du ein bisschen mehr gespielt. Colin Heath, von dir wissen wir beide, was du kannst. Du kannst einfach schnell laufen und gegebenenfalls auch mal irgendwie den Ball vors Tor spitzeln. Aber diese Saison hast du es wieder sehr gut gemacht, deswegen gehörst du auch dazu. Ja, Schümann, bei uns beiden ist es halt immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich denke, dass jede Saison bei uns sehr knapp ist, wer wird Torschützenkönig, wer nicht. Ich glaube, dieses Jahr machst du das Rennen, da mir ein paar Tore abgezogen werden. Weiterhin viel Glück auch zum Aufstieg, aber ich glaube, wir werden vor euch sein am Ende der Saison. Und ich selber natürlich vorne drin, weil ich einfach der beste Bomber bin. Zum Trainerteam habe ich Thorsten Grumbrich und Lars Landschoff nominiert, mit denen ich einfach ein sehr gutes Verhältnis habe, mit denen ich sehr gut klarkomme, die sich immer für mich eingesetzt haben und ja, das ist mein Traumelf.